Willkommen zurück zu The Evil Within. Weiter geht's hier. Das letzte Mal haben wir diesen Safe geöffnet und eine Notiz bekommen. Aber wir können es noch nicht wirklich lesen. Und ich schaue mich gerade hier nochmal um. Ich glaube, da haben wir zwar schon geschaut, aber ich habe einen kleinen Cut gemacht und deswegen lieber nochmal gucken. Und hoffentlich nichts übersehen. Aber ich befürchte, ich muss in die Mitte. Und ja, mal schauen, was mich da erwarten wird. Also es ist ja ein großes Areal. Hier kann ich schon wieder in Deckung gehen und so. Das wird nicht alles ohne Grund passieren. Ich glaube, ich sollte langsam machen. Vielleicht kommt gleich was. Das ist mir hier viel zu ruhig. Ist hier vielleicht schon eine Versteckmöglichkeit da dahinter? Nee. Da passt sie nicht wirklich durch. Gut, dann sind wir mal tapfer. Fällt mir hier nicht, aber hier scheint es runter zu gehen. Oh, 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 oh. Ah ja, ah, unsere Kumpels. Das waren Joseph und Sebastian, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, interessant, ne? Ich kann mich jetzt... Gab es die Szene wirklich, wo die beiden da so hochgeschlittert sind? Kann mich jetzt gerade nicht so erinnern, aber das wäre... Ja, da liegt mir das Grundspiel jetzt eigentlich schon wieder zu weit auseinander. So Kleinigkeiten vergisst man... Oh, da liegt jemand. Da liegt, noch jemand. Die haben irgendwie alle den gleichen Haarschnitt. Ich weiß nicht. Du bleibst liegen, gell? Gell? Du bleibst liegen? Ja. Was war das? Sollte ich meine Taschenlampe ausmachen? Nee, komm, wir lassen sie an. Sonst seht ihr nichts. Na gut, nur ein bisschen rumstöckeln. Gibt's hier irgendetwas für uns? Ja, tatsächlich. STEM-Patienten verhalten sich unberechenbarer. Ihre Pathologien scheinen durch die Erfahrung verstärkt worden zu sein. Schlimmer noch. Die Patienten scheinen die psychischen Traumata der anderen zu durchleben. Es ist, als würden die größten Ängste der Nutzer im Enzephalon des Systems zurückbleiben. Sogar wenn die Sitzung schon vorbei ist. Am bedenklichsten sind ihre neuesten Aussagen. Jeder Patient behauptet, eine vermummte Person gesehen zu haben, die sich langsam nähert. Könnte er das sein? Lebt sein Bewusstsein als Geist im System? Meine Neugier ist kaum auszuhalten. Ich will es wissen. Ich will sehen, was Sie sehen. Aber es ist zu riskant. Im Moment. Ja, aber auch nur im Moment. Tja, dann müssen wir... Wo kommt das Geräusch her? War ich das? Nee. Egal, wir gehen... Ah, ja, die Tür ging auf. Ah, automatische Tür. Okay, okay, okay. Okay, sieht hier sehr einladend aus. Hier ein bisschen durchblinzeln, was mich da so erwartet. Große Maschinen. Überall Leichen. Oh Mann, aber ich glaube, die bleiben liegen. Da mache ich mir jetzt mal nicht so viele Sorgen. Ich werde wohl da rein müssen. Oder willst du da hochkraxeln? Bestimmt nicht. Also los. Sperrtür. Komm schon. Und Kontrollpunkt. Alles klar. Hier stecken, ja. Aber noch bin ich hier anscheinend alleine. Gut. Ja, wenn hier sonst nichts ist. Der Schacht wird mir zu klein sein und sonst, jo. Geh mal. Jetzt sind wir ja wieder autorisiert. Ich gehe lieber mal, wer weiß, wer da jetzt gleich gefahren kommt. Wir haben noch eine Vorsichtsmaßnahme. Achtung, Fehler. Bitte warten Sie, bis die Essensversorgung wiederhergestellt ist. Was? Oh Gott, zum Glück habe ich mich auf der anderen Seite versteckt.
Oh Gott, ich drehe durch. Nein, das da. An der Wand. Da ist er. Trauer! Oh nein, das rote Todeslicht! Ja, gut, das war jetzt mies. Oh Gott, ich kann doch nichts machen. Okay, mein Versteck war scheiße. Dann probieren wir es nochmal woanders. Ich weiß auch nicht, nach der Sequenz ist sie aus ihrer Duckstellung rausgegangen, obwohl ich immer noch gedrückt habe. Das fand ich ziemlich gemein. Ich werde jetzt einfach woanders hingehen, dann falle ich nicht so auf, denke ich, wenn ich irgendwo mich zwischen den Maschinen stelle. Ich kann jetzt schon mal einen Masterplan machen, wenn ich hier irgendwo so... Ja gut, ich muss halt in Bewegung bleiben, anders wird das nicht funktionieren. Ich kann ja wohl wahrscheinlich nicht zurück, natürlich nicht. Oh Mann, das kann ja jetzt ein... Das kann jetzt was werden. Also auf jeden Fall immer hier die Schleichtaste und mit Kreis an die Dinger ran. Okay. Nun gut, probieren wir es nochmal. Und weg. Ich gehe mal hier rein. Die geht dann wieder oben. Ich würde es halt schon gern sehen, ne? Nehmen mal. Wenn die einmal einen erwischt, hat man schon keine Chance mehr, ne? Das ist... Letztes Mal ist in der... das ist so eine blöde... Ich weiß halt auch nicht, ob die auf meine Taschenlampe reagiert. Das weiß ich nicht. Jetzt geht's wieder. Diese Olle, ey. Diese leere Stelle. Scheiße, wo ist sie denn? Ich sehe nichts. Ich weiß nicht, wo sie ist, Leute. Da ist das Licht. Ich muss mich immer an dem Licht orientieren. Oh Gott, da war sie eben. Ist das creepy? Gar nicht ducken, vielleicht kann ich auch einfach vorsichtig. Oh. Nein. Ich weiß nicht, wo sie hinläuft. Okay. Nein, das ist vielleicht nicht so gut. Shit, ich glaube, sie ist böse, sie macht das Todeslicht an. Sie macht das Todeslicht an. Oh nein. Ach komm, das war gemein. Aber es war schon ein bisschen besser. Da hat sie mich anscheinend doch noch wahrgenommen. Ich muss mehr auf Abstand von ihr gehen. Warum kann sie mich nicht einfach in Ruhe lassen? Ich habe doch Leslie auch nicht. Ich glaube, zu circa bei der Hälfte waren wir schon. So, ich gehe mal weiter nach hinten. Aber ich werde jetzt mal ohne Ducken probieren, obwohl, ne, dann zieht sie mich da durch, wenn ich, ja, ich muss mich schon zumindest, ne, nicht in Deckung, sondern ducken. So, ja, dann kann ich nämlich auch besser mit der Kamera rumjustieren und sie eventuell im Blick halten. Krank, ey, wo ist sie jetzt? Wo ist sie? Warte. Da läuft sie. Da ist er hingelatscht. Ey, das ist Energie wieder bei 20%. Ich bleib mal hier. Ah, shit, ist sie gerade. Ah nein, da ist auch nichts. Oh Gott, ich fühle mich überhaupt nicht sicher. Ich weiß nicht, wo sie ist. Da lang. Ich bleib mal hier. Da kommt sie, glaube ich. Oh nein, jetzt hat sie mich schon wieder entdeckt. Aber es muss doch jetzt nicht schon vorbei sein, oder? Ich kann doch jetzt immer noch... Vielleicht bin ich jetzt aus der Gefahrenzone raus. Ich glaube, es hat ausnahmsweise mal geklappt. Sie hat mich verloren. Jetzt ist überall Licht, jetzt kann ich sie nicht mehr... Wie weit ist denn das scheiß Ding? Da ist er. Ich glaube, sie kommt. Shit, ich muss schnell... Ich habe Panik, Leute. Nein! Nein! Du kannst jetzt nicht schlapp machen! Komm schon, du bist hier mit dem Flut, Olle! Okay. Rein. Das ist schlecht, was ist mit den Maschinen hier los? Braucht das so viel Saft? Oh Gott, wir haben's gleich, hey! Wir haben's ja gleich! Komm schon!
Oh Gott, was ist denn hier los? Oh nein! Ey, komm! Wo kamen die jetzt her? Ey, wo kamen die her? Hey! Das verstehe ich nicht. Wo kamen die da auf einmal her? Blöde Kuh, ey. Ich habe doch gerade um die Ecke noch geguckt. Da war nix. Och. Aber na gut, so funktioniert's. Es war schon so knapp. Es war schon fast geschafft. Aber... Hopp, mach. Fang nicht damit an. Okay, von da hinten erstmal zu warten, das war ganz gut. Nur da hat die Panik leider gesiegt. Achtung, Fehler. Bitte warten Sie, bis die Essensversorgung wiederhergestellt ist. Was die für einen Haufen Energie brauchen für so einen blöden Fahrstuhl, ey. Aber es ist so aufregend, ich finde das so toll. Es ist so spannend gemacht. So unglaublich spannend. Nein, wo ist er jetzt? Wo ist er jetzt? Ich weiß halt nicht, wo sie jetzt gleich. Okay, sie ist da, dann hüpfe ich da rüber. Mach mal wieder einen auf Ringelringelerei, aber das ist nicht gut, weil dann hat sie mich eventuell gleich wieder. Ich will eigentlich gar nicht mal an der blöden Schrulle sein. Ich mach jetzt mal Risiko, ich hoffe, sie ist nicht hier. Okay, das ging gut. Wo ist sie? Wo ist sie? Ich hasse es, wenn ich nicht weiß, wo sie ist. Oh Gott, was für eine Panik. Shit, ich glaube da hinten. Ah nein, jetzt hat sie mich schon wieder, oder? Nee, Mensch, da kannst du auch nicht mehr schnell rennen. Das ist so blöd. Oh. Wäre fast ein Glücksspiel hier, ob es einen erwischt oder nicht. Okay, wir schaffen das. Ja, okay. Also auch wenn ich den rechten Weg nicht war, ich muss ihn wohl auch nutzen, damit ich ihr nicht zu nahe komme. Und ich darf nicht rennen, weil ein paar Schritte und sie ist sofort auf Rot. Achtung, Fehler. Bitte warten Sie, bis die Essensversorgung wiederhergestellt ist. Und los. Also rennen tue ich nur noch, wenn sie mich eh entdeckt hat. Dann hat einmal hat es ja auch schon mal geklappt, dass ich ihr entkommen bin, aber... Am besten ich gehe komplett auf die andere Seite. Sie erstmal da drüben ist, so. Jetzt gehe ich darüber. Ich weiß ja, dass da dann gleich die Stromstelle kommt, deswegen gehe ich ganz auf die Seite. Aber jetzt scheint das, ja, jetzt ändert sie natürlich ihre Route. Sonst läuft sie hier nie hin. Die Olle. Wo will sie hin? Wo will sie hin? Ist sie jetzt in die Reihe rein, oder? Nee, sie ist immer noch da. Sie steht immer noch da hinten. Jetzt hat sie ihr Licht ausgemacht. Ich will mich doch echt veräppeln. Jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr, wo ich... Nein! Ja, natürlich. Jo, jetzt ruh dich aus und lass dich fressen. Das war echt ganz toll. Jo. Nächster Versuch. Also, da sie sowieso dann auf meine Seite kommt, ist es ihr eigentlich egal, wo ich hingehe. Sie bleibt ja immer in meiner Nähe, gemeinerweise. Sie hat ja kein Script, das beläuft. Immer dahin, wo ich ungefähr bin, als könnte sie mich riechen. Ich mach mal meine Taschenlampe aus. Ich glaube zwar nicht, dass es daran liegt, aber ich lasse sie jetzt mal eine Runde aus. Energie wieder bei 20%. Ja,
Ja, das ist doch schön. So, jetzt kann ich mir hier zum Beispiel ein bisschen Überblick verschaffen, aber... Oh, nee, das gefällt mir nicht. Ja, wie jetzt, ne? Dann renne ich ja fast wieder in die Arme. Jetzt weiß ich wieder nicht, wo sie ist. Oh, da hinten ist sie. Shit. Hat sie das jetzt gehört? Nee, das hat sie noch nicht gehört. Das hat sie jetzt bestimmt gehört. Ja, die leuchtet rot. Aber auch wenn sie rot leuchtet, kann sie mich mal verlieren. Energie wieder bei 50%. Ich jetzt nur hin, wenn ich jetzt nur wüsste, wo sie ist. Da, da hat es geleuchtet eben, ich hab's gesehen. Geh mal, jetzt darf ich da wieder nicht rein, das ist auch fies. So, gucken wir uns mal um, wo ist sie? Bestimmt wieder voll in meiner Nähe und ich raff's nicht. Wo ist sie? Doch von hier aus sehen können. Irgendwo. Da hinten ist er, glaube ich, oder? Ja, ganz da hinten ist er. Das ist gut. Ja, bleib da hinten stehen. Finde ich super von dir. Ich sehe sie. Das ist gut. Okay, wir beobachten sie weiter. Die bewegt sich gar nicht mehr. Die hat keinen Bock mehr. Ja. Aber jetzt muss ich da noch hinkommen. Wartet mal. Die steht jetzt da blöd. Ja, toll. Lady. Da rein. Oh Gott, wir haben's, Freunde. Ja, hau bloß ab! Du kommst da nicht rein. Du warst böse. Oh Gott. Helfen Sie mit, unsere Einrichtung sauber zu halten. Halt die Fresse! Ihre Unterstützung sichert eine angenehme Arbeitsumgebung. Ja, das merke ich. Sehr sicher. Oh. Was für ein Thrill. Was für ein Thrill! Aber nun gut. Kontrollpunkt, ja, den haben wir uns verdient. Okay, jetzt habe ich gedacht, was ist das denn? Oh nein, das ist nur eine Pflanze. Es ist nur eine hässliche Pflanze. Okay. Kommen wir wieder runter. Da leuchtet eine grüne Tür. Da werden wir wohl weiterkommen. Erstmal schauen, wo es überall rot leuchtet. Da geht es ja bekanntlicherweise nicht weiter. Gut, wir sind jetzt da oben. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. War das spannend. Ja, also letztendlich muss man einfach nur die Ruhe bewahren. Und... Ist da was? Nee. Die Ruhe bewahren und sie am besten immer beobachten. Wenn man denn ungefähr weiß, wo sie ist. Ja, dann konnte man halt ausweichen. Man muss auf jeden Fall das ganze Areal benutzen. Ich mit meiner Linkstaktik. Das hat halt nicht geklappt. Okay. Oh, da regnet es rein. Beziehungsweise undicht. Nicht schön. Aber ich höre schon wieder was Seltsames. Was ist das? Auf jeden Fall kommen wir dem Geräusch näher. Oh, ich höre wieder meine Kumpels, glaube ich. Ich kann jetzt nur gerade nicht die Szene zuordnen, wo das war. Da hinten laufen sie. Ah. Na gut. Oh, was... Oh Gott, hier ist ja alles nass. Okay. Sieht ja toll aus hier. Ja, da waren sie eben noch, aber jetzt ist nichts mehr von ihnen zu sehen. Da hinten leuchtet noch was. Okay, gehen wir mal hin. Was ist das, eine Taschenlampe, oder? Ja, da stehen sie rum. Hey, Leute. Das erste Aufeinandertreffen jetzt vielleicht? Okay, das muss echt wirken. Detectives, ich bin hier, ich bin okay. Sebastian! Joseph! Mobius, du sollst also den Jungen holen. Und du traust ihnen? Belüg dich doch nicht.
Du bist ebenso entbehrlich wie deine Partner. Und wie ich. Nach allem, was ich für sie getan habe. Mal sehen, wie loyal du bist, wenn du die Wahrheit kennst. Ah. Bist du okay? Wollen Sie lieber im Unklaren bleiben, weil das, was Sie erfahren könnten, Sie verstören wird. Jo, okay, wir haben Kapitel 1 geschafft, werte Freunde, und eine Trophäe. Mensch, Mensch, Mensch. Die letzte Szene, die haben wir natürlich gekannt. Das mit dem Glaskasten, das wusste ich noch zu gut. Jo, bis jetzt überlebt. Jetzt sind wir an der Stelle, wo wir mit Joseph da runtergekracht sind. Könnte natürlich jetzt auch interessant werden. Da sind wir ja doch schon ein gutes Stück weiter. Also jetzt im Vergleich zu dem Grundspiel. Da haben wir einen guten Sprung gemacht, sage ich mal. Okay. Das wird natürlich gespeichert und ich würde sagen, an der Stelle endet natürlich dann auch dieser Part. Nächstes Mal, sprich morgen, geht es dann weiter mit Kapitel 2, wenn Wege sich kreuzen. Das wird bestimmt sehr interessant. Ich vermute mal, dass wir jetzt deutlich mehr mit Joseph, Sebastian und wohl oder übel auch Leslie und Ruben Kontakt haben werden. Und ja... Ich freue mich, ihr hoffentlich auch. Bis zum nächsten Mal, bis es wieder heißt Let's Play The Evil Within The Assignment.